Zack. Hier, auch einmal machen. So, wo waren denn jetzt noch welche? Ach du Scheiße. Ah, hier, Wandsprung hoch. Ich habe gerade überlegt, hä, wieso... Oh, wir sind mitten im Blumenbeet drin. Ich habe gerade überlegt, wie soll man denn da hochkommen? Ich überlege ich gerade auch immer noch, weil... Weil mal wieder so super grandios meine Kameraführung vom Lakito. Ich werde wieder so supported von dem, das glaubt ihr gar nicht. So, und hier auch einmal. So, wo haben wir denn den letzten? Hä, wo ist der letzte? Ah, der ist bestimmt da drin. Hä, wie komme ich hier rein? Ich kann die Tür nicht aufmachen. I can't open the door. How should I come? Come in. Maybe, man. Okay, komm schon. Boah. Kamera. Komm. Da. Da. Nein. Soll springen. Da. Da. Hä? Okay. Okay, okay. We do it again. We do it again. Come on, come on. Hop, hop, hop. Ja, we do it again. Und nein. Komm, klatsch, bams. Wladimir Klitschko boxen. Und da haben wir den Stern gecatcht. Rote Münzen, du bist unser. Zusammen mit der unglaublichen Power eines Klempners haben wir es geschafft, den roten Stern zu holen. Mario YouTube Nachrichten. Mario hat es letzte Woche geschafft. Dank seiner unglaublichen Power und der Kraft, das Raumzeitkontinuum zu verzerren, kann er nun den Stern mitnehmen. Here we go! Yay, here we go. Hier sind wir hingegangen, da gehen wir hin, Leute. Wir haben es geschafft. Klempner Power OP! Mit unserer Mütze erstmal kratzen natürlich. Ich meine, war natürlich anstrengend, da muss man sich erstmal kratzen. Wer kratzt sich nicht nach einem anstrengenden Tag? Ihr einfach nicht. Was? Warum macht ihr das nicht? Müsst euch kratzen! Kratzen! Nur für Hunde nicht. Batzen! Ja, genau. Genau, genau, genau. Kennt ihr das? Batzen! Nur für Hunde, nicht für Katzen! So geil, das ist so geil. Das ist von Harpe Kerkeling gewesen, wisst ihr ja, ne? So ähnlich wie ich meine Werbungssachen da immer mache, nur viel, viel geiler natürlich. Da hat er gemacht, Batzen, nur für Hunde, nicht für Katzen. Das ist so OP einfach. So, was haben wir denn hier? Ja, wir müssen wieder natürlich in unser Super Atlantis gehen. Da, wo wir eben auch schon waren, in unser geniales El Familiano de Gronco e Battistirella della Atlantica gehen. Ja, und dort halten sie jemanden gefangen. Lord Abaddon ist auch hier. Lord Abaddon hält Gronk und Sarazar hier gefangen. Schwierige Sache, Leute. Schwierige Sache. So, und ich weiß aber jetzt gar nicht, wie wir da reinkommen. Wir müssen nämlich da unten leer rein. Aber wie kommen wir da rein, Mann? I don't know. Ich weiß es nicht. Da muss ich erstmal überlegen. Wie kommen wir da rein? Wir haben da so ein unsichtbar Dingen. Ja. Sehr interessant. Da oben kommen wir auch nicht rein. Das heißt, wir müssen irgendwie da reinkommen. Spielberater, wie kommen wir da rein? Zeig mal. Say to me, give me a tip. Ah, I understand. I understand nicht. I understand. Wir müssen... Es gibt irgendwo noch einen blauen Block. Irgendwo gibt es noch einen blauen Block und wir müssen diesen blauen Block finden. Ja, wir müssen ihn finden, Leute. Leider Gottes, wir müssen ihn finden. Aber wo ist der? Lassen wir erstmal das Wasser ab, dann haben wir auch mehr Spaß an dem Gerät hier. Aber das ist auch wieder so eine unnötige Station, sag ich mal, ja? Warum muss man hier das Wasser ablassen? Jede Mission, die man hier machen muss, die ist ohne das Wasser abzulassen. Also ohne, dass man Wasser braucht. Aber hier brauchen wir trotzdem. Das ist so unnötig. Ah, ich verstehe. Ich verstehe die Angabe mit dem Zeitlimit.
Irgendwo hier ist ein Schalter versteckt. Aber wo? Schalter? Where are you? Where are you? Where are you? Where ist der? Okay, also, blaue Kappe mitnehmen, Schalter betätigen und schnell dahin rennen. Ach, the fuck. Das wird knapp. Here we go. Obwohl, kann man da hinten rumlaufen? Ich weiß es nicht. Das wäre eigentlich voll praktisch, wenn man das... Ja, kann man. Boah, wie knapp. Wie knapp war der denn, Leute? Boah. Here we go. Boah, wie knapp war das denn? Wir hätten es fast verkackt und ich denke mir, komm, springst du einfach auf gut Glück nochmal rein. Leute, das wirklich. I did it. I did it so hard. That was Klempner Power. Klempner Power in Full Powerness. Klempner Power. Und sehr, wir haben es hinter uns. Danke Gott. Wir haben jetzt hinter uns diese scheiß Atlantis-Level. So, jetzt kommen wir zu einem sehr lustigen Level, wie ich finde. Einem sehr interessanten. Boah, mein Finger, der Mückenstich. Ich habe ihn ausgequetscht. Einem sehr interessanten und dennoch sehr lustigen Level, wie ich finde. Sind wir richtig? Ja. Gulliver Gumba. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle den Film Gullivers Reisen. Und das hier ist mit Sicherheit nicht das richtige Bild. Richtig. War das links? Ich glaube, das war links. Gullivers Reisen, ja, war links. Gullivers Reisen oder Gulliver Dingens da, irgendwie, da gab es immer so eine Verfilmung. Das heißt, schnappt Piranha. Das heißt, genau das hier sind wir. Alles ist voll klein und wir sind voll groß. Wir können uns aber auch klein machen. Im Notfall. Aber da, wir sind, glaube ich, auch nur in, in bestimmten Areas klein. So, wo geht's denn jetzt hier lang? Oh, der Fisch. Das war eigentlich eine recht geile Area. Jetzt sind wir genau, jetzt sind wir klein und alles ist monstergroß. Das war eigentlich eine recht geile Sache hier, fand ich. Also das hat Bock gemacht schon. Das hat richtig gebockt. Jetzt wo ich das sehe, mein Gott, Erinnerungen pur mal wieder. Nee, aber Mario, das ist eh, also wenn ich das Let's Play hier, da kommen eh voll die Erinnerungen so hoch, weil das einfach, keine Ahnung, das ist... Ach, das ist einfach so ein geiles Spiel gewesen und... Ich habe das so gerne gespielt. Genau wie Banjo-Kazooie. Wie freue ich mich darauf, dieses Projekt anzufangen. Also, bei euch hat das ja jetzt schon angefangen, denke ich mal. Also, ich denke mal, wir haben das schon angefangen. Aber es macht so Spaß, Leute. Es sind so geile Spiele einfach. Und leider kommt heute in die Richtung nur noch sehr, sehr wenig. Mario Galaxy, klar, richtig geile Sache. Aber sowas wie Banjo-Kazooie, Mann. Warum hat Nintendo Rare nur in den Wind geschossen? Ich glaube, so war das. Warum nur, Mann? Rare, das... Oh, so eine geile Firma, Mann. Die haben einfach so unglaublich gute Arbeit geleistet für Nintendo und generell... Scheiße. Generell, deren Arbeit ist einfach... Das ist... Boah, du bist so ein Spacko, ne? Okay. What the fuck? Gerade ist mir das Herz in die Hose gerutscht. So. Die haben einfach so... Wie war das nochmal? Konnte ich fliegen? Ich glaube, ich konnte fliegen, ne? Ja. So, boah. Aha. So, was war hier? Oh, Leben! Nein! So, okay, dann lass uns eben hier hochgehen. Wenn das Level das wünscht, dann gehen wir eben hier hoch. Nee, Leute, aber das waren einfach so geile Spiele. Das ist echt nicht mehr, das schafft man heute. Also, was heißt, das schafft man nicht mehr? Klar gibt's noch gute Spiele, aber... Das, was da früher gebracht worden ist an Spielen. Also meiner Meinung nach ist N64 ja immer noch die beste Konsole von allen.
Also, was heißt die beste Konsole? Es gab, meiner Meinung nach, fürs N64 die einfach absolut geilsten Spiele. Das Spiel hier. Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Mario Kart, Mario mit Nein, nein. Du fetter Penner, Alter. Wo bin ich denn jetzt? Kirby gab es dafür, ja?